Der Stand der Verhandlungen ist im Augenblick stockend. Die Ablehnung des Parlaments ist dem Rat übermittelt worden, auch die Hauptgründe. Es gab ja eine Resolution und da äußert sich bisher der Rat nur negativ. Also es sind vier Forderungen. Die erste Forderung heißt, wir brauchen unbedingt für 2013 einen Nachtragshaushalt, der im Minimum 11,2 Milliarden Euro enthalten muss. Eigentlich müssen es mehr sein, aber eine größere Summe würde den gesamten Rahmen, den gesamten mehrjährigen Rahmen sprengen, der im Augenblick in Gültigkeit ist. Deshalb sagt das Parlament 11,2 Milliarden. Das Zweite ist, dass das Parlament einfordert, eine Überarbeitung der eigenen Mittel, der Eigenmittel, der eigenen Ressourcen. Das ist eigentlich vom Vertrag vorgeschrieben, aber im Augenblick betragen die eigenen Ressourcen nur 25% und sie müssen auf 100 wieder aufgestockt werden. Das Dritte ist die Forderung nach mehr Flexibilität. Das heißt also, dass man zwischen den verschiedenen Haushaltsabschnitten und auch von einem Jahr zum anderen Gelder übertragen kann. Das ist im Augenblick zum Teil gar nicht möglich und dort, wo es möglich ist, nur mit großem Aufwand. Und die vierte Forderung ist, eine Revisionsklausel einzubauen, nicht? Also das ist ein Kompromissangebot. Im Augenblick sind wir in einer Krise. Viele sagen, wir können keinen höheren Haushalt verabschieden. Das Parlament sagt aber, gut, das mag heute so sein, aber wir wissen nicht, was in 2 oder 3 Jahren ist. Der Finanzrahmen geht aber über 7 Jahre. Wenn wir jetzt etwas verabschieden, was so niedrig ist, wie es im Augenblick ist, dann müssen wir das wenigstens überarbeiten können nach einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren. Im Prinzip sind das Mindestforderungen, die auch durchaus von der Linken so gesehen und getragen werden, die ich eben genannt habe, zu denen der Rat im Wesentlichen Nein sagt und bisher nicht verhandlungsbereit ist. Nur dann würde die Europäische Union in eine Defizitunion reinlaufen. Das darf sie nicht, laut Verträge. Das wäre ein Vertragsbruch. Zum anderen reicht der Haushalt aber auch nicht aus, um die Länder, insbesondere die Krisenländer, mit den Mitteln auszustatten über die verschiedenen Fonds, Regionalfonds, Sozialfonds, Kohäsionsfonds und so weiter, um sie wieder auf den Wachstumspfad zu bringen. Im Augenblick sind all die Länder, insbesondere in Südeuropa, in einer Rezessionsphase. Um da herauszukommen, bräuchten wir eigentlich einen wesentlich größeren Haushalt, der die entsprechenden Staaten mit Wachstum, zum Wachstum anregen könnte.